Heute für euch alle Schulfächer, die jemals in Hogwarts unterrichtet wurden, erklärt. Das und mehr jetzt in diesem Video. In diesem Video werde ich euch jedes einzelne Unterrichtsfach in Hogwarts vorstellen. Ich weiß natürlich, dass die alltäglichen Fächer in der Muggelwelt nicht alle ganz nützlich sind und daher nicht unbedingt am besten anzuwenden sind im realen Leben. Nun, in der Zaubererwelt ist das etwas anders. Dort sind die meisten Fächer nützlich und anwendbar. Also habe ich euch alle Hogwarts-Schulfächer rausgesucht, um sie euch einmal vorzustellen. Fangen wir dafür an mit dem ersten Thema. Fangen wir also an mit dem ersten Fach und das erste Fach ist Verklärung. Verklärung ist ein sehr umfassendes Fach in Hogwarts, unterrichtet von Professor Minerva McGonagall. Bei der Verklärung geht es um die Veränderung der Form oder des Aussehens von Gegenständen. Dumbledore ist ein Experte in Verklärung und war selbst für eine gewisse Zeit Verklärungsprofessor. Das Fach ist sehr theorielastig und dennoch sehr hilfreich in der Anwendung. Als nächstes Fach haben wir die Pflege magischer Geschöpfe. Ein bekannter Professor für die Pflege magischer Geschöpfe ist natürlich der gute alte Hagrid. Der Name der Klasse ist auch schon ziemlich selbsterklärend, da es einfach die Pflege magischer Geschöpfe beinhaltet, die draußen vor dem Schloss gepflegt werden. Als drittes Fach haben wir Astronomie. Der Astronomieunterricht findet im Astronomieturm statt und wird von Professor Aurora Sinestro unterrichtet. Diese Astronomiestunden umfassen die Beobachtung des Nachthimmels mit einem Teleskop, das Lernen der Namen von Sternen, der Konstellationen und Planeten sowie ihre Lage, Bewegungen und Umgebungen. Als nächsten Unterricht haben wir Amulette. Amulette sind Zaubersprüche, die Objekten oder Personen verschiedene Eigenschaften verleihen. Dieses Fach wird von Filius Flitwick unterrichtet. Du erinnerst dich bestimmt an den ersten Teil, wo Ron und Hermine in der Klasse sitzen und Hermine Ron beibringt, wie man Leviosa ausspricht, also Leviosa und nicht Leviosa. Der Unterricht ist normalerweise sehr chaotisch und laut bei ihm. Als nächstes Fach haben wir den Flugunterricht. Der Flugunterricht wird von Madame Hooch unterrichtet. Dieser Flugunterricht beinhaltet die Einführung und den Gebrauch von Flugbesen und richtet sich nur an Erstklässler. Der Unterricht bringt die Grundlagen bei und vermittelt den Schülern ein generelles Verständnis des Fliegens mit einem Besen. Als nächstes Fach haben wir die Alchemie. Alchemie ist eine Art zusammengesetztes Fach, das aus Verklärungstränken und Muggelchemie besteht. Alchemie lehrt die Schüler über die Disziplin einer uralten Magie, das Studium der vier Grundelemente Feuer, Wasser, Erde und Luft und wie man sie zu verschiedenen Zwecken umwandeln und benutzen kann. Als nächstes Fach haben wir die Geschichte der Magie. Die Geschichte der Magie beinhaltet das Studium des Buches der Geschichte der Magie. Das Buch wurde geschrieben von Patil de Bagshot und der Professor für diese Klasse ist Cuthbert Binns. Sein Unterricht wird als ungeheuer langweilig beschrieben, da er nur Vorträge ohne Pause hält über bedeutende Ereignisse in der Geschichte der Zauberer. Was aber niemand gemerkt hat, ist, dass Binns eigentlich ein Geist ist, der immer noch unterrichtet, weil niemand gemerkt hat, dass er gestorben ist, weil sein Unterricht so langweilig war. Als nächstes Fach haben wir Zaubertränke. Bemerkenswerte Professoren für dieses Fach sind selbstverständlich Snape und Slughorn. Der Unterricht der Zaubertränke umfasst die Herstellung von Mischungen, Serien und Flüssigkeiten mit magischen Eigenschaften. Die Herstellung von Zaubertränken ist ein sehr methodischer Prozess, der einiges an Skill erfordert. Korrektes Mischen und Rühren der Zutaten zu den richtigen Zeiten und Temperaturen. Als nächstes haben wir die magische Theorie. Die magische Theorie umfasst, wie der Name schon sagt, Magie von einem rein theoretischen Standpunkt aus und umfasst Themen wie eigentlich Zaubersprüche funktionieren. Die Schüler studieren das Buch Magische Theorie, welches die Schüler in der Klasse auf dem Lehrplan stehen haben. Als nächstes haben wir Arithmetik. Der Professor für Arithmetik ist Zepima Vector. Arithmetik ist ein Zweig der Magie, der sich mit den magischen Eigenschaften von Zahlen befasst. Das ist Hermine Grangers Lieblingsfach und es gibt auch eine fortgeschrittene Version dieser Klasse für eben genau solche Leute wie Hermine. Als nächstes Fach auf der Liste haben wir Wahrsagen. Und Wahrsagen wird von Professor Sybil Trelawney unterrichtet und ist im Wesentlichen die Kunst, die Zukunft vorherzusagen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dies zu erreichen. Diese Methoden umfassen, sind aber auch nicht beschränkt auf Teebecher, Feueromen, Kristallkugeln, Handlesen, Astrologie und Traumdeutung. Dieses Fach wird dauernd von anderen Professoren unter die Lupe genommen und seine Legitimität wird ständig in Frage gestellt. Und doch wird es zum Beispiel von Professor McGonagall als einer der beeindruckendsten Zweige der Magie beschrieben.
Als nächstes haben wir Muggelkunde. Muggelkunde wurde von Charity Burbage unterrichtet und später in einer etwas abgewandelten Version von Alecto Caro. Dort ging es dann eher um das Studium der Muggelkultur. Die Absicht dieses Kurses war es, Hexen und Zauberern über die Muggelkultur aufzuklären und zu informieren, damit sie sich besser einfügen können, falls sie es mal brauchen sollten. Den nächsten Platz auf unserer Liste bekommt die Kunst. Kunst in Hogwarts ist nicht ganz das gleiche Fach wie Muggelkunst, da die Schüler sich stattdessen auf eine magische Komponente konzentrieren. Sie zeichnen, malen und gestalten zwar auch Dinge, aber sie benutzen dafür Magie und lassen auch magische Einflüsse einfließen. Als nächstes haben wir das Studium der alten Runen. Das Studium der alten Runen ist ein Kurs, der von Professor Earth Ishida gelehrt wird. Es ist ein eher theoretisches Fach, das sich mit dem Studium der alten Runenschriften auseinandersetzt. Auf dem nächsten Platz haben wir dunkle Künste. Dunkle Künste sollte man nicht verwechseln mit Verteidigung gegen die dunklen Künste. Dunkle Künste war ein tabuisiertes Fach, das für alle Schüler während des Schuljahres 1997-1998 der Ersatz für Verteidigung gegen die dunklen Künste war. In diesem Jahr wurden die dunklen Künste von Amicus Caro unterrichtet, einem Todesser. Als nächstes auf der Liste, passend zu den dunklen Künsten, haben wir Verteidigung gegen die dunklen Künste. Die Verteidigung der dunklen Künste ist ein Kurs, in dem Verteidigungstechniken gelehrt werden zur Abwehr gegen die dunklen Künste. Es ist, wie der Name schon sagt, zur Verteidigung gedacht, um sich vor dunklen Kreaturen und dunklen Zauberern zu schützen. Seit Tom Riddle Hogwarts verlassen hat, unterrichtete kein Lehrer dieses Fach mehr als für ein Jahr am Stück, weil Tom Riddle diese Position verflucht hat. Lehrer, die dieses Fach unterrichtet haben, waren zum Beispiel Remus Lupin und Gilderoy Lockhart. Als nächstes haben wir antike Studien. Antike Studien konzentrieren sich hauptsächlich auf antike Magie, einschließlich der Magie aus anderen Kulturen wie zum Beispiel der Zaubersprüche der alten Ägypter. Als nächstes Fach haben wir Kräuterkunde. Kräuterkunde wird unterrichtet von Professor Sprout. Es ist das Studium der magischen Pflanzen und wie man sich um sie in Hogwarts kümmert. In Hogwarts gibt es mehrere Gewächshäuser, in denen eine Vielzahl magischer Pflanzen wachsen. Dies ist außerdem das Lieblingsfach von Neville Longbottom. Als vorletztes Fach auf dieser Liste haben wir die Apparation. Der Professor für Apparation ist Wilkie Twycross. Wie viele von euch wissen, ist Apparation der magische Teleport von Personen in der Zaubererwelt. Für diese Art von Magie ist extreme Konzentration erforderlich. Die meisten Zauberer können daher nicht sehr gut apparieren. Schon ein kleiner Mangel an Konzentration kann zum Fehlen eines Körperteils während der Apparation führen. Als letztes Fach auf dieser Liste haben wir die Gespensterkunde. Die Gespensterkunde lehrt Schüler über Poltergeister, Vampire und andere Geister und lehrt sie, wie man sich gegen diese Kreaturen verteidigt. Habe ich ein Fach vergessen oder braucht ihr noch Informationen über irgendein bestimmtes Fach, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und das war es auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir doch auch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.